So, ich darf Sie begrüßen beim Webinar. Mein Name ist Eberhard Knödler und ich bin der IT-Klimaspezialist bei RZ4U. Ganz kurz zum Organisatorischen. Sie können gerne per Chat Fragen formulieren und ich versuche sie dann während dem Webinar zu beantworten. Und am Schluss, also nach Ablauf der 30 Minuten, wird auch noch Zeit da sein für weitere Fragen. Ich würde jetzt genau starten. So. Ja, Thema Redundanz, oft gehört und oft natürlich auch als Kostentreiber verschrien. Sprich, oft denkt man, umso höher die Redundanz einer Klimaanlage im IT-Bereich ist, umso höher sind auch die Betriebskosten. Das trifft für einige Techniken sicher zu. Aber bei manchen Techniken ist es auch genau andersrum und das wird das heutige Thema sein. Ich würde jetzt gleich starten. Okay. So, hier haben wir ganz kurz ein paar Referenzen von RZ4U, dass man auch sieht, wo kommen die Erfahrungen Richtung Energieeffizienz trotz oder durch Redundanz her. Wir haben Projekte, bei uns fängt eine IT-Klimatisierung bei einem Rack an. Das heißt, Wärmelast irgendwo 2, 3, 4 kW. Unser größtes Rechenzentrum, das wir je klimatisiert haben, hat fast 10 Megawatt. Das heißt, wir sind Spezialist für die IT-Klimatisierung, natürlich auch für die komplette Rechenzentrumsbau. Im Bereich Klimatisierung vom kleinsten Rack bis zum größten Rechenzentrum. Und ist nicht nur national, sondern international. Gerade die Redundanzvorteile ergeben sich natürlich nicht nur in Deutschland. So, machen wir ein bisschen Theorie zum Anfang. Muss sein, Verfügbarkeitsklassen. Es gibt Verfügbarkeitsklassen vom Border Step Institut, nur dann darf man sie Tier nennen. Wir halten uns hier an die Verfügbarkeitsklassen nach der EN 50600, wobei die fast gleich sind, bei kleine Unterschieden gibt es. Eigentlich unterscheiden wir eine Anlage ohne Redundanz. Dann haben wir Anlagen mit N plus 1 Redundanz. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Klimaschrank brauche oder wenn ich eine Kühlleistung brauche mit 100 kW, bräuchte ich normalerweise zwei Klimaschränke je 50 kW. Eine N plus 1 Redundanz stelle ich in dem Moment mit einem dritten Klimaschrank her, hätte also praktisch einen Klimaschrank als Redundanz. Wäre hier ein Level 2. Gibt es ein Level 3? Und den Level 4. Level 4 ist dann tatsächlich so, dass es eine vollständige 2N-Redundanz ist, wieder für unser Beispiel. Wir haben nachher für 100 kW Kühlleistung vier Klimaschränke, zwei davon sind redundant. Wenn das wirklich Level 4 ist, sogar noch ein fünfter, dass ich während der Wartungsperiode auch noch redundant bin. So, ein Rieseneinfluss auf den Energieverbrauch von Klimatisierungsanlagen haben die Ventilatoren. Das heißt, Ventilatoren sind eingebaut in Reihenkühlgeräte, die zwischen den Racks stehen, sind eigentlich in alle Klimatisierungsgeräten innerhalb vom Rechenzentrum drin. Ob ich einmal Reihenkühlgeräte zwischen den Racks habe, ob ich Klimaschränke habe, die wasserbasiert sind oder mit Direktverdampfung. Ob ich auf dem Dach Freikühler habe, Trockenkühler, oder ich habe die Wand als Fanwall ausgeführt. Überall spielen die Ventilatoren als Energieverbraucher eine sehr große Rolle im Bereich der Rechenzentrumsklimatisierung. Tatsächlich ist es so, dass diese Ventilatoren, vor allem die neueren Ventilatoren, die direkt angetrieben sind, sogenannte EC-Ventilatoren im Teillastbereich, sehr energieeffizient sind. Das lässt sich
Das lässt sich mit dieser Formel hier berechnen. Ein Praxisbeispiel ist, ganz klar, wenn ein Ventilator voll läuft, braucht er 100% Antriebsleistung. Wenn er allerdings nur 90% läuft, könnte man meinen, er braucht 90% elektrische Leistung, sind aber nur 73%. Sieht man hier weiter auf das Beispiel, bei 70% haben wir bloß noch 34% Antriebsleistung. Und das gilt heute für die meisten Klimaanlagen am Markt. Heißt also, in Bezug auf Redundanz, dass man versuchen sollte, Redundanzgeräte, nicht so wie es in vielen Rechenzentren heute noch gemacht wird, dass zum Beispiel, wenn ich drei Klimaschränke auf 50 kW habe, der dritte einfach als Standby-Gerät steht, sondern wenn alle drei Geräte gleichzeitig laufen, gleichzeitig dann im Teillastbereich laufen, verbrauchen die Ventilatoren in diesen Geräten entsprechend in Summe weniger elektrische Energie, als wenn zwei Geräte volllaufen würden. So. Ich habe jetzt gerade den Ventilator angesprochen. Wir kommen auch in dem Bereich nachher noch zu Beispielen. Ventilatoren haben wir gesehen, wenn wir die Ventilatoren, die hohe Redundanz fahren, dafür die Ventilatoren im Teillastbereich betreiben, dann steigt die Energieeffizienz unserer Gesamtanlage. Ist leider nicht bei allen Komponenten von einer Klimaanlage für Rechenzentren der Fall. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Verdichter, sogenannte Kompressoren habe, die praktisch Kälte erzeugen, dann ist dieser Effekt leider nicht da. Zwei Kompressoren brauchen genau das Doppelte wie einer. Das heißt, wenn ich praktisch zwei Geräte je 100 kW habe, brauchen die zusammen mindestens genau so viel im Teillastbereich Energie, als wenn ich eine im Volllastbetrieb habe. Bringt mir also bei dieser Art von Kompressoren keinen Vorteil. Es gibt seit einigen Jahren sogenannte Turbokompressoren, luftgelagerte Turbomaschinen, die ein sehr, sehr, sehr gutes Teillastverhalten haben. Diese Geräte versucht man dann wirklich, das Redundanzgerät gleichzeitig laufen zu lassen und hat so unglaubliche Energievorteile. Heißt also, nur noch Turbocore-Kompressoren einsetzen. Sprechen zwei Sachen dagegen. Turbocore-Kompressoren machen ab ca. 200, 250 kW Wärmelast pro Rechenzentrum überhaupt erst Sinn. Zum anderen ist natürlich der Invest dieser Anlage entsprechend höher. Kommen wir zu Pumpen. Bei Pumpen ist es leider genauso wie bei Kompressoren. Bringt uns, wenn beide laufen, praktisch im Vergleich, im Teillastbereich, im Vergleich mit einer im Volllastbereich keinen Vorteil. Wenn man sich jetzt ein Rechenzentrum ansieht mit verschiedenen Redundanzen, zum Beispiel nehmen wir mal eine 2N-Redundanz, also ich habe kältetechnisch zwei voneinander unabhängige Verrohrungen, dann ist das ein Paradebeispiel dafür, dass diese Redundanz zwar natürlich sicherheitstechnisch einen riesen Vorteil bringt, das heißt, eine Verrohrung hat ein Leck, die andere wird verwendet, passt, aber energetisch führt das natürlich zu insgesamt höheren, größeren Längen der Verrohrung, größere Pumpen, das heißt, bezüglich Energieeffizienz ist die Verrohrung das Paradebeispiel, was Geld kostet. Das sieht man dann auch bei sehr modernen Anlagen, wie zum Beispiel Rechenzentren, die nicht mehr über maschinelle Kälteerzeugung gekühlt werden, sondern über Brunnenkühlung. Ein zweiter Brunnen bedeutet sehr viel Rohre, bedeutet sehr viel Druckabfall. Rein von der Verrohrung bringt uns hier die Redundanz höhere Energiekosten. Freikühler, Hybridkühler, das sind diese Geräte auf dem Dach mit dem Kaltwasserregister und Ventilatoren, besteht von der Energieeffizienz betrachtet her eigentlich nur aus den Ventilatoren, die da zu berücksichtigen sind.
Und dort gilt ganz klar das, was wir oben auch schon gesehen haben, umso mehr Geräte ich gleichzeitig im Teillastbetrieb betreiben kann, umso energieeffizienter wird meine Anlage. Also, wenn Rechenzentren geplant oder in Rechenzentren investiert werden, ist ein ganz klares Argument energetisch dafür, dass man auf jeden Fall den Rückkühler, den Trockenkühler auf dem Dach redundant auslegt, weil dann vielleicht auch zwei in redundant auslegt, also voll redundant, heißt, jeder läuft während dem Normalbetrieb nur 50%. Zusammen brauchen sie aber weitaus weniger Energie, als wenn einer 100% laufen würde. So, das Gleiche ist natürlich bei Kaltwassersätzen, die in Freikühlregister eingebaut habe, gibt es ja von 20 kW beginnen bis hoch zum halben Megawatt. Auch hier ist so, im Maschinenbetrieb sind diese Anlagen so ausgelegt, dass das zweite Gerät Standby macht, aber während Freikühlbetrieb sollten diese Kaltwassersätze mit integrierter freier Kühlung immer beide laufen, also ohne maschinelle Kälte und Kompressoren, aber alle Ventilatoren. Somit kann ich diesen Effekt, dass die Ventilatoren im Teillastbetrieb weniger Energie verwenden, ganz sauber abbilden. Bisschen anders ist es mit Klimaschränken mit Direktverdampfung, also wenn Sie in Ihrem Rechenzentrum die die Kompressoren eingebaut haben, auch ein Dachverdichter, Verflüssiger haben und mit Kältemittel praktisch in den Rohren arbeiten. Dort kann ich nicht Teillastbereich zwei Stück laufen lassen. Das hätte Nachteile. Anders ist es so mit Klimaschränken oder Reckkühlungen, Inrohrklimatisierung, Frontcooler, wie man die denn alle nennen möchte, Sidecooler. Das ist wieder rein im Rechenzentrum, nur die Ventilatoren. Hier ist der Vorteil unglaublich hoch. Zum Beispiel, wenn man 100 kW Kühlleistung braucht, vielleicht nur 4 Geräte von der reinen Kühlleistung her brauchen würde, 6 Geräte zu investieren. Somit hat man N plus 2 Redundanz. Aber damit dadurch 6 Geräte gleichzeitig laufen, hat man auch eine sehr, sehr hohe Energieeffizienz, weil alle Ventilatoren nur noch im Teillastbereich arbeiten. So. Jetzt gehen wir mal zum ganz normalen Rechenzentrum. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir vergleichen jetzt ein Rechenzentrum, das 60 kW Kühlleistung benötigt und sehen jetzt eine nicht redundante Anlage. Wir haben hier mal der Einfachheit her halber Klimaschränke genommen. Das heißt, wir kühlen diese 20 Racks, jeder 3 kW Wärmelast in diesem Beispiel. Haben wir hier jetzt zwei Klimaschränke, 30 kW ist keine Redundanz. Und außen ist auch nur ein Kaltwassersatz mit 60 kW. So. Hier sieht man dann den Unterschied. Das hier war also keine Redundanz. Hier sieht man, die Wärmelast ist überall gleich. Ich habe also 60 kW Wärmelast, im ersten Beispiel zwei Klimaschränke 30 kW. Hier habe ich die gleiche Wärmelast, verwende aber von diesen Klimaschränken 3, also N plus 1 Redundanz. Drunter habe ich dann ein Beispiel, wieder die gleiche Wärmelast, aber 4 Geräte. Ist dann eine 2N oder N plus 1 Redundanz. So. So, schauen wir uns das mal von den Ventilatoren an. Bei der ersten Variante laufen die Ventilatoren vom Klimaschrank voll. Laufen 3 Geräte bei der gleichen Wärmelast gleichzeitig, laufen natürlich die Ventilatoren langsamer. Und bei 4 Geräten setzt sich das natürlich fort. Gut, was haben wir? Klimaschränke, die nicht alle gleich schnell drehen. Aber was heißt das? Wir haben jetzt mal angenommen, ein Ventilator in dem Klimaschrank benötigt als Volllast 3 kW elektrische Leistung.
Also 3 plus 3 ist gleich 6, soweit noch nachvollziehbar. So, gehen wir zur n plus 1 Redundanz. Haben wir 3 Ventilatoren, so, hätten wir ja eigentlich 9 kW. Okay, jetzt ist mal hier wohl ein Rechenfehler passiert. Ne, Rechenfehler ist eigentlich keiner, sondern wir sehen jetzt genau diesen Effekt, den wir darstellen wollen. Dadurch, dass die Ventilatoren langsamer laufen, benötigen sie weitaus weniger elektrische Energie. Das heißt, Mathematik können wir beiseite lassen. Jetzt ist tatsächlich nur eigentlich drei Ventilatoren a 3 kW, wäre 9 kW. Wir benötigen aber in diesem Beispiel nur 2,7 kW. Jetzt gehen wir zum Beispiel 2N-Redundanz, also in unserem Beispiel 4 Klimaschränke. Hätten wir rechnerisch 12 kW elektrische Leistung, die verwendet wird. Rechnen wir wieder nach, haben wir uns wieder verrechnet. Jetzt verwenden diese Ventilatoren im unteren Teillastbereich, benötigen die nur noch diese 0,55 kW. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich diesen Effekt bei Klimaschränken, bei Reihenkühlgeräte, Sidecooler, absolut voll. Das Einzige, was bei diesen wassergekühlten Geräten im Rechenzentrum selbst ist, was Strom braucht, ist tatsächlich der Ventilator. Okay, die Regelung braucht vielleicht auch noch 2 Watt, aber die kann man vielleicht vernachlässigen. Das heißt, bei IT-Klimatisierungskomponenten, die hauptsächlich aus Ventilatoren bestehen, das sind wassergekühlte Klimaschränke, das sind Sidecooler, Frontcooler, Innerrohrkühlgeräte, haben wir diesen Effekt, dass wenn ich die Redundanzgeräte im Absenkbetrieb mitverwende, die Energieeffizienz eklatant steigt. So, das war jetzt im Rechenzentrum. Jetzt gehen wir ein bisschen auf ein anderes Beispiel. Jetzt erzeugen wir für solche Geräte, die wir gerade im Rechenzentrum wasserbasiert verwendet haben, erzeugen wir das Kaltwasser für dieses Gerät, für diese Geräte. So. Wir gehen jetzt allerdings von einer gesamten Wärmelast von 200 kW aus. Könnten wir, wie wir schon gelernt haben, mit keiner Redundanz darstellen, 2 Kaltwassersätze mit integrierter Freikühlung, um auch die Freikühlung zu verwenden, mit je 100 kW. Würde keine Redundanz bedeuten. Eine N plus 1 Redundanz, den wir mit 3 Geräten herstellen und wie wir schon gelernt haben, die 2N Redundanz haben wir mit 4 Geräten. So, hier sieht man das nochmal mit den technischen Daten eines echten Kaltwassersatzes. Das ist die Typenbezeichnung, das ist die Kühlleistung und wenn ich 3 Geräte habe, genau, hier sieht man, wie viel er in der Volllast Kälteleistung hat, wie viel er in der Teillastbereich Kälteleistung hat. So, mir gerade mal ansehen. Genau, gehen wir mal weiter. So, wir haben gerade angesprochen, das sind Kaltwassersätze mit integrierter Freikühlung. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein System verwenden, womit 16 Grad Vorlauf arbeiten könnte, oder in dem Beispiel mit 15 Grad Vorlauf, Wasservorlauf zum Rechenzentrum arbeitet, würden wir bis 13 Grad Außentemperatur keine maschinelle Kälteerzeugung, also keine Verdichter, keine Kompressoren brauchen. Heißt, nur über den Freikühler saugen wir kühlt die kalte Luft das Wasser über die Register zurück. Ich habe jetzt gerechnet, bei 16 Grad Außentemperatur, für 16 gradiges Wasser würde man bis 13 Grad Außentemperatur bekommen, weil ich verliere natürlich über den Wärmetauscher noch Energie, aber ist ein sehr guter Wert. Das heißt, 13 Grad und tiefer würde man in dem Beispiel, wenn wir irgendein Gerät hätten, was bis 13 Grad Außentemperatur 16 gradiges Wasser erzeugt, hätte man 72% im Jahr, wo wir keine Kältemaschine benötigen. Das ist praktisch genau. So.
Gehen wir zurück auf die Kaltwassersätze, was das bedeutet. Wenn beide Kaltwassersätze immer noch vorausgesetzt eine gesamte Wärmelast von 200 kW im Rechenzentrum und wir hätten nur zwei Kaltwassersätze, würde das zur Kühlung des Rechenzentrums genügen. Wir hätten aber, da die Freikühlregister in den Kaltwassersätzen relativ klein sind, nur 25% Freikühlleistung. Gehen wir zurück. Das heißt, ungefähr bis 2 Grad Außentemperatur. So. Wenn wir drei Geräte einsetzen, vergrößert sich die Freikühlfläche, vergrößert sich die Ventilatorenanzahl, somit die Luftmenge. Und tatsächlich, durch diesen einen Kaltwassersatz mehr, der im Maschinenbetrieb als Standby-Gerät arbeitet, haben wir praktisch im Freikühlbetrieb, wenn alle drei Geräte gleichzeitig arbeiten, kommen wir dann zu einer Freikühlleistung oder zum Effekt, dass wir 47% im Jahr nicht die Kompressoren im Kaltwassersatz selbst benötigen. Noch schöner ist es natürlich bei vier Geräten. Natürlich vergrößert sich jetzt noch mehr die resultierende Fläche vom Register und auch die Luftmenge, die man 8 Ventilatoren können schlichtweg eine höhere Luftmenge umwälzen, wie die 6 oder 4 können. So erhalten wir 63% in diesem Beispiel Freikühlanteil pro Jahr. Heißt, wenn man diese Technik verwendet, also Kaltwassersätze mit integrierter Freikühlung, hat dies den Effekt, dass wenn das dritte Gerät, oder Quatsch, die Redundanzgeräte im Freikühlbetrieb mitlaufen, steigt es den Freikühlanteil pro Jahr und somit die Energieeffizienz der Anlage eklatant. Was man natürlich gegenrechnen muss, die Pumpen, die benötigt werden für die Zirkulation des Wassers, laufen bei N plus 1 Redundanz und 2N Redundanz höher. Das heißt, ich habe höhere Energieaufnahmen und somit Stromkosten der Pumpen, was aber sehr stark durch den höheren Freikühlanteil wieder gegengerechnet wird. So, jetzt haben wir für eine andere Technik, eigentlich hier für die direkte freie Kühlung, noch Vorgaben von der ASHRAE, welche, und auch für dieses Beispiel, das wir gerade gehabt haben, welche Temperaturen sind eigentlich empfohlen und welche Feuchten im Rechenzentrum. Da gibt es die ASHRAE-Vorgaben von der amerikanischen Norm und viele von uns kennen ja noch die Zeit, sie sind ins Rechenzentrum reingelaufen und erstmal sind sie zusammengezuckt, weil sie irgendwo 18, 19, 20 Grad im Kaltgang hatten. Das war auch noch vor einigen Jahren so. Wenn man jetzt hier sieht, was heute empfohlen ist, dann ist es wirklich im Kaltgang Temperaturen zwischen 18 bis 27 Grad. Wieder für unsere Überlegung, wir können, wenn wir heute mit 24, 25 Grad einblasen, zum Beispiel im Reihenkühlgeräte zwischen diese direkt positioniert, können wir heute mit 18 oder 20 Grad Wasservorlauf haben. Bedeutet, bei 20 Grad Wasservorlauf bekomme ich bis 17 Grad Außentemperatur, 100% freie Kühlung hin. Gehen wir hier zurück auf die Jahrestemperaturtabelle. Und man sieht, rein mit indirekter freier Kühlung und der Nutzung der Redundanzgeräte zur Energieeffizienz komme ich heute zu Anlagen mit indirekter freier Kühlung, die fast 90% im Jahr keinen Kompressor benötigen. Hier sieht man noch, welches Feuchteband erlaubt ist im Rechenzentrum. Viele kennen ja noch 50% plus minus 10%. Wir fahren heute in Rechenzentren sehr oft relativ nah an diese 20-80% hin, um Techniken wie direkte freie Kühlung sinnvoll anwenden zu können. So.
Gerade mal schauen. So. Genau, hier sieht man diese direkte freie Kühlung, wie sie funktioniert. Und es wird nachher darum gehen, wie das in Richtung Energieeffizienz durch Redundanzgerät aussieht. Eigentlich relativ einfach. Das ist ein großes Gerät auf dem Dach oder neben dem Gebäude. Wir bringen die Außenluft über Filter in den Doppelboden oder in den Kaltgang und ziehen die warme Luft wieder zurück, bringen die warme Luft nach außen oder mischen sie, wenn es draußen nicht so warm ist, mit der Außenluft. Heißt, dieses Gerät, die Ventilatoren sind dort stetig an. Im Winter führt man 100% Umluft und führt mit Kaltwassersätzen indirekte freie Kühlung. Bis 22 oder 24 Grad Außentemperatur braucht man keine Kompression. So, wie sieht es hier mit Redundanz aus? Man sieht hier mal so eine Anlage. Jedes dieser Geräte hat eine Kühlleistung von 300 kW. Daneben ist jeweils ein Kaltwassersatz mit 300 kW und indirekter Freikühlung. Ein Gerät ist zur Redundanz, der Kunde benötigt 600 kW Kühlleistung. Hier sind jeweils zwei Ventilatoren drin. Wir verwenden bei dieser Anlage diese N plus 1 Redundanz dazu, dass immer alle Geräte laufen. Somit laufen alle Ventilatoren maximal im Teillastbereich und das ist eine echte Anlage. Hier sieht man auch echte Kaltwassersätze mit integrierter Freikühlung. Und hier sieht man dann, das ist ein echter PoE. Wir fahren mit dieser Anlage tatsächlich 95% im Jahr ohne maschinelle Kälte. Im Winter fahren wir hier diese indirekte freie Kühlung. Die Luft wird 100% umgewälzt und nur mit dem Kaltwasserregister ohne maschinelle Kühlung in reiner Umluftbetrieb betrieben, weil im Winter wäre die Luft von außen zu trocken, die wäre fast absolut trocken. Dann bis 22, 24 Grad Arbeit holen wir uns nur die Außenluft, gereinigte Außenluft und nur über 24 Grad verwenden wir die maschinelle Kühlung. Geplant ist diese Anlage mal mit 97 bis 98% Freikühlen im Jahr zu betreiben. Genau. Hier sieht man jetzt die Anlage. Nochmal die Redundanzsituation zu sehen. Hier sind, ja, nicht unbedingt schön, aber es sind hier einige Racks aufgezeichnet und jeweils zwei Reihen Kühlgeräte, die dort kühlen. Diese sind N plus 1 ausgelegt, das heißt, hier läuft das Redundanzgerät mit. Hier sieht man nur noch hier sieht man die Redundanzgeräte. Hier sieht man innerhalb vom Rechenzentrum. Hier sieht man auf dem Dach die Freikühler, auch wieder N plus 1. Und im Technikraum sieht man drei wassergekühlte Kaltwassersätze. Gehen wir mal hier durch, was der Energieeffizienz förderlich bei der Redundanz ist und was nicht. Hier ganz klar, umso mehr Reihenkühlgeräte ich einsetze für die gleiche Wärmelast, umso energieeffizienter werden wir. Dasselbe gilt für diese Trockenkühler auf dem Dach. Wenn ich das Redundanzgerät mitlaufen lasse, steigt die Energieeffizienz der Gesamtanlage. Kommen wir zur Pumpe. Bei der Pumpe ist es leider nicht so, die sind hier redundant. Wenn ich beide, es läuft immer nur eine. Wenn ich praktisch zwei gleichzeitig laufen würde, lassen würde, würde die Energieeffizienz nicht steigen. Das gleiche haben wir bei diesen Kompressoren, das sind wassergekühlte Kaltwassersätze hier unten, haben wir hier genau dasselbe. Wenn wir anstatt zwei wassergekühlte Kaltwassersätze gleichzeitig laufen lassen würden, alle drei laufen, dafür im Teillastbereich, wäre die Energieeffizienz schlechter. Gut, sind wir
Gut, ich bin eigentlich durch mit meinem Webinar. Interessant ist tatsächlich noch diese Folie. Nein, ich meine nicht den rechten Bereich, ich meine mehr links. In den letzten Jahren haben tatsächlich unsere Kunden durch den Einsatz unserer energieeffizienten Technik, ob direkte freie Kühlung, ob indirekte freie Kühlung, ob Brunnennutzung, ob Nutzung von Geothermie, über 100 Millionen Euro Stromkosten gespart. Gut, ich wäre durch. Gibt es denn noch Fragen?